Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pathfinder. Wir haben jetzt hier die Nacht überbracht. Wir haben jetzt die Nacht verbracht. Ich habe Wolle nochmal schnell hier von seiner komischen Pocken, sonst was hier, Krankheit befreit. Und jetzt können wir auch weiterziehen. Mal sehen, was als. Ne, haben wir hier noch was? Nö. Mal sehen, wo es hingeht. Wir wollten nach Kaltwinter, ne? Kaltwasser, so rum heißt das. Aber vorher bewegen wir natürlich noch mal schnell unsere Armee. Frag ihn nur wohin. Hier geht's nicht. Ach so, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann haben wir ja nur noch die da. Das ist ein bisschen heftig. Die ist auch ein bisschen heftig. Puh. Ganz ehrlich. Schauen wir uns die mal an. 42 Gule, Gargoyle, ja. Die sind übel, die machen richtig Schaden hier. Die machen richtig Schaden. Mit den anderen könnten wir klarkommen. Wie viele Feuerstöße haben wir denn noch? Mehr als zwei werden wir wohl nicht brauchen, oder? Ja, komm, gehen wir mal in die Richtung. Wir müssen dann wahrscheinlich da lang, ich meine, ne? Okay, wir versuchen. Aha, hier kommt das wieder zusammen. Okay, dann versuchen wir das mal. Oh mein Gott, sind die schnell. Oh, wir haben so viel sogar. Ja, pass auf, die müssen wir wirklich, diese. Die müssen wir loswerden. Die sind richtig, die werden uns wahrscheinlich kaputt schießen. Oh, das war gut. Das war gut. Oh, null, das wird nichts. Okay. Schieß mal auf die da. Du. Das wird hart. Du kämpfst gegen die. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Ihr kommt hier hin. Hallo? Renn einfach vorbei. Okay. Da kann er nicht hin. Also, ja, schieß auf die. Wir machen noch mal so einen hier. Oh, gut. Gut. Immer auf die, ne? Euch müssen wir loswerden. Ich kann die gar nicht ziehen, kann das sein? Gebt ihr mal bitte Schutz. Nicht sofort alle umfallen immer. Ja, schon besser. Ich kann die nicht wegziehen hier. Wieso nicht? Zum Glück hält der Dämon sich da hinten noch zurück. Ja. Kriegst du einen hin? Super, gut. 2 und 15, 2 und 15. Super, kriegen wir alle wieder. War ja gar nicht so schlimm. Oh Gott, ja, ne, die 7er Armee. Der können wir uns doch anlegen hier, würde ich sagen. Oh, guck mal hier. Kleriker wären nicht verkehrt. Die nehmen wir mit. Zack, von euch auch wieder was. Kann ich mehr von euch mitnehmen? Okay. 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 Machen wir. Noch mehr? Nee. Ja, ihr müsst jetzt erstmal wieder nach vorne latschen.
Gut. Und ihr habt noch ein paar Schritte. Primorax. Kultisten. Wir versuchen das. Die sind schnell. 1 bis 2, 4 bis 7. Ja, die sind feuerfest. Das ist das Problem. Das kann er hier versuchen. Na, wir schießen erstmal die ab. Okay. Du gehst hierhin vor. Aus irgendeinem Grund darfst du nochmal. Gut. Dann machst du... Ich wollte dich eigentlich schützen. Okay. Okay, ihr kriegt aufs Maul. Das ist gut. Also nicht so richtig, aber jetzt machen wir dich mal ein bisschen doller hier. Und du schießt auf den. Hier ebenfalls. Gut. Du haust da drauf. Hier geht's. Jetzt rennen die noch vorbei. Mann. Aua. Ja, okay. Das halten die aber aus. So. Zack. Ja, wir müssen die nehmen. Da kommt mehr bei rum. So. Dann die. Du machst hier weiter. Du bleibst im Block. Ja, das tut weh, ich weiß. Die sind weg. Ja, weiter. Ihr bleibt im Block. Ja. Ja, eigentlich egal, ne? Aber wäre schön, wenn wir erstmal die loswerden. Ja. Oh, du darfst nochmal, das ist gut. Du machst den Rest. Gut. Du bleibst im Block. Jetzt müssen wir mit denen hier klarkommen. Einmal bitte auf den. Bau das vergessen. Schieß weiter. Ja, nochmal. Sehr gut. Jetzt kommt ihr hier hin. Du bleibst im Block. Wird schon werden. Komm. Fokussieren. Du bleibst im Block. Ja, jetzt hauen die auf dich, das ist klar. Das ist sehr gut. So. Weg mit euch. Ja. Ja, das wird nichts. Okay, jetzt schlagen die mit. Jetzt müssen wir aus dem Block da rauskommen. Du schlägst. Und du gehst jetzt raus aus deinem Block. Und machst irgendwie genauso wenig Schaden. Aber das war's. Gut. Und wir kriegen sie alle wieder. Nice.
Nach der Schlacht entdeckte einer der Soldaten auf einem nahen Stein eine stark verwitterte Inschrift. Diese führte die Kreuzfahrer zu einer abgelegenen Höhle, in der sie ein Lager voller Reliquien entdeckten, die einige selbstlose Kleriker offenbar aus dem gefallenen Dretzen gerettet hatten. Außerdem fanden sie mit geweihtem Öl gefüllte Fiolen und zahllose Reagenzien für Rituale und heilige Messen. Wie es scheint, hatten die tapferen Priester ihre geweihten Artefakte versteckt, um sie vor den Dämonen zu retten. Wir kriegen Materialpunkte und Energiepunkte. Und hier bleiben wir jetzt stehen. Wir können aufsteigen. Also unser General kann aufsteigen. Wunden heilen finde ich toll. Bullenstärke, ja. Für 3 Runden lang, ja. Heldenmut. Für 3 Runden lang +1 auf Rettungswürfe. Wir nehmen Wunden heilen. Cool. Und wir haben noch 10... Ja, nee. Auf keinen Fall, wir sind gerade mal Stufe 3. Das heißt, wir kommen unseren Kameraden mal entgegen hier. Gut. Du bist auf 0, du bist auf 0. Dann machen wir mit euch weiter. Hat sich irgendwas Neues... Das hatten wir gestern schon. Irgendwas Neues aufgetan hier. Ja, nur die namenlose Ruine. Da müssen wir auch noch hin. Erstmal gehen wir jetzt hier... nach Kaltwasser. Uns geht's gut? Was hat er denn? Achso, ja, geheilt worden. Möchten wir betreten? Ja, möchten wir. Unbedingt. Gucken wir uns mal an, was der gute alte... Wie hieß er noch? Jerok? Oder so? Zumindest... ganze Zoo hier, den wir dabei haben, ne? Zumindest mal die wichtigsten Dinge. Zack. Und das noch nicht, weil das hält nur so kurz. Aber Heldenmut können wir schon mal machen. Und das Schwert können wir auch schon mal machen, weil das hält eine ganze Stunde. Und Heldenmut hält auch eine ganze Weile. Eine Stunde, fünf Stunden, mein Gott. Den Rest sparen wir uns erstmal. Und dann gucken wir uns mal hier um. Oh, hier ist Wasser. Ein Strand. Kann man da rein? Nein, kann man nicht, okay. Oh, da ist er ja schon. Okay, hallo. Na? Janok hieß er, genau. Janok wandert nachdenklich im Hain herum. Er bleibt vor einigen Bäumen stehen, verharrt von Zeit zu Zeit und scheint etwas sorgfältig zu untersuchen. Beim Geräusch deiner Schritte wendet er sich abrupt um, aber die Besorgnis in seiner Miene weicht rasch einem freundlichen Lächeln. Kommandantin, es freut mich sehr, euch zu sehen. Habt ihr also doch noch Zeit gefunden, unser verschlafenes Nest zu besuchen? Warum habt ihr diese Bäume betrachtet? Was gefällt euch in dem? Es ist ruhig hier im Krieg, vergisst man. Ja, das können wir mal ganz kurz sagen. Es ist so ruhig hier. Im Krieg vergisst man, wie sich Frieden anfühlt. Das verstehe ich. Meine Zeit in Kenabris hat mir einen kleinen Einblick in den Krieg vermittelt. Ich musste ihn nur wenige Tage durchleben, aber die Schrecken, deren Zeuge ich wurde, wurden meine Albträume noch jahrelang heimsuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für euresgleichen ist, für Soldaten, die ihr Leben dieser Sache gewidmet haben. Der Priester legt eine Hand auf sein Herz. Ihr habt beschlossen, dort zu kämpfen, um unser ruhiges und friedliches Leben hier zu schützen. Und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Ich mag mich täuschen, aber es sah so aus, als hättet euch meine Ankunft verängstigt. Oh nein, ihr habt mich lediglich erschreckt. Meine übereifrige Fantasie... Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, in einem so kleinen Dorf zu leben. Die Stadt, in der ich aufwuchs, war deutlich größer und befand sich nahe einer Handelsroute. Es gab also ständig neue Gesichter und stets neue Leute. Hier ist das anders. Sobald ihr das Dorf verlasst,
seid ihr völlig allein. Ihr könnt meilenweit in alle Richtungen spazieren und nur Vögel und andere Tiere leisten euch Gesellschaft. Natürlich lehrt uns Erastil genau dieses Leben, aber ganz ehrlich, ich fühle mich manchmal doch ein bisschen unwohl dabei. Warum habt ihr diese Bäume betrachtet? Seht selbst. Er deutet auf einen der Äste und du bemerkst zwischen den Blättern eine kleine Puppe aus Gras und Seetang, die mit blauem Band befestigt ist. Die findet man in diesem Hain überall. Sicher irgendein örtliches Ritual. Ich habe die Dorfbewohner gefragt, was es bedeutet, aber sie geben mir keine Antwort. Ich verstehe den Grund für diese Geheimnistuerei nicht. Aha. Was halten denn die Dorfeinheimischen hier von Erastil? Er ist ihnen gleichgültig. Das sind pragmatische Leute, die keine Zeit für Theologie haben. Wenn der Meisterschütze ihnen hilft zu überleben, reicht ihnen das. Wisst ihr, manche Priester sind übereifrig, wenn es ums Predigen geht. Sie verlangen, dass die Leute beten, überwachen alle Rituale, bringen Opfer und dann sind diese heiligen und frommen Priester überrascht, wenn sie aus dem Dorf geworfen werden. Direkt ins nächste Schlammloch. Der Priester lacht. Ich habe das anders gelernt. Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr würdig seid. Ihr müsst ihnen zeigen, warum ihr und eure Gottheit nützlich seid. Erst wenn sie euch vertrauen und Fragen über euren Glauben stellen, könnt ihr eure Überzeugung mit ihnen teilen. Dann könnt ihr ihnen alles über den Meisterschützen und seine Lehren erzählen. Und wie gefällt euch das Leben im Dorf? Ich gewöhne mich langsam dran. Hin und wieder treffen mich noch skeptische Seitenblicke, aber das ist keine Überraschung. Schließlich bin ich nur ein Fremder, der ohne Einladung aufgetaucht ist und sich im Dorf niedergelassen hat. Die Kirche hat uns davor gewarnt. Mit solchem Misstrauen ist anfangs zu rechnen. Ich muss eben mein Bestes geben, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ich heile, reinige das Wasser, verteile Segen. Früher oder später werden sie mich als einen der ihren akzeptieren. Okay, das klingt doch in Ordnung. Nun denn, dann führt mich doch mal ein wenig rum hier. Natürlich, lasst uns gehen. Ihr werdet die Bewohner treffen und sehen, wie sie leben. Vielleicht sind euch sogar etwas Ruhe und Frieden vergönnt. Eine kleine Pause von den Widrigkeiten des Krieges. Habe ich nichts gegen. Muss ich jetzt hinter dir herlaufen? Wo ist er denn jetzt hingerannt? Keine Ahnung. Nehme an, da hoch. Nein, da hoch ist er nicht gelaufen. Ja, ritt er einfach weg. Na gut. Was ist denn hier los? Eine Strohpuppe mit einem kleinen, kunstvoll bestickten hellblauen Kleid ist an den Stamm des Baumes gebunden. Da auch, oder was? Alte, verblasste blaue Bänder hängen an den Ästen des Baumes. Okay, das machen die also ständig. Jedes Jahr oder so. Hier auch? Komme ich hier rüber? Ja, ne? Ein bisschen nasse Füße macht nichts. Die Bäume haben nichts. Hier ist eine kleine Insel. Oh, hier liegt jemand. Okay. Ein altes Boot. Was für eine Bestie! Jetzt haben wir dich! Passt auf diese riesigen Zähne auf, die dürfen euch nicht erwischen! Das ist aber wirklich ein großes Viech. Zielt auf die Kehle und Bauch, dort sind sie weniger, sind weniger Schuppen. Habt alle keine Angst, wir haben schon Größeres bekämpft. Oh je, ich fürchte, wir helfen damit. Na denn, ausgerechnet du fängst an. Ja, mach mal. Das ist eine Hydra oder sowas. Tatsächlich. Und die ist entkräftet. Ja, die kann nix. Die kann nix. Wolli, da kannst du schon mal hin.
trotzdem vorsichtshalber ein Schild. Ja, die ist schon tot, bevor wir da sind, fürchte ich. Okay. Können wir da hinstürmen? Ne, das können wir nicht. Einmal dann. Ninjo, ich glaube, wir brauchen hier keine großen Zauber. Na, immerhin. Also die Dorfbewohner alleine nehmen die schon auseinander hier. Ja, das war's schon. Markil. Das wird euch lehren, euch mit uns anzulegen. Ein Mann mit grünen Augen, den breiten Schultern eines Schwimmers und den schwieligen Händen eines Fischers droht der bewegungslosen Leiche der Bestie mit der Faust. Irgendwas hat sie verärgert. Das war schon das zweite Mal in diesem Monat, dass sie rausgekrochen kam. Malessa meint, sollen sie ruhig kommen. Eine Frau, deren Augen denselben Grünton aufweisen wie die des Fischers, lächelt dich an. Es ist nicht das erste Mal und es wird nicht das letzte Mal sein. Aber was soll's? Sie können uns nichts tun. Und wir können aus ihrer Haut wasserdichte Mäntel und Umhänge fertigen. Makrill, Malessa, ich möchte euch jemand vorstellen. Das ist Lilly, die Kommandantin des Kreuzzugs. Ich habe euch von ihr erzählt. Ah, eine echte Heldin in unserem verschlafenen Nest. Es freut uns, dass ihr vorbeikommt. Jemand so Wichtiges hat uns noch nie besucht. Heldentaten sind wichtig, aber manchmal sollte man die Front auch hinter sich lassen und mit normalen Leuten reden, die normale Leben leben. Wie auch immer. Willkommen in Kaltwasser. Ihr beide wirkt sehr selbstsicher, als ihr den anderen Dorfbewohnern im Kampf Befehle erteilt habt. Habt ihr hier das Sagen? Nun, wie soll ich das ausdrücken? Unser Dorf ist zu klein, als dass jemand das Sagen haben könnte. Wir wissen einfach zufällig ein oder zwei Dinge über Waffen. Und wenn eine böse Kreatur aus dem Fluss gekrochen kommt, dann geben wir halt die Befehle. Geht es hingegen ums Fischen oder das Reparieren der Netze, befolgen wir die Befehle anderer. Wir sind keine Armee und es gibt auch hier keine Offiziere. Wir leben zusammen, lösen unsere Probleme zusammen und dienen zusammen dem Eisbach. Allerdings, um die Wahrheit zu sagen, hören uns die Leute erst seit wenigen Jahren wirklich zu. Davor blieben alle für sich und niemand wollte seine Nase in fremde Angelegenheiten stecken. Als wir die Idee hatten, entlang des Flusses Handel zu treiben, haben sich die übrigen Dorfbewohner heftig gesträubt. Aber als das Geld und Waren ins Dorf kam, änderten sie ihre Meinung. Ja, das Dorf ist gewachsen. Wir bekommen Dinge zu sehen, von denen wir früher immer nur gehört haben. Vorletztes Jahr hatten wir einen Jahrmarkt mit Gästen bis aus Kenabris. Dann kam ein Priester und so etwas haben wir hier auch noch nie gesehen. Und jetzt, wer hätte es gedacht, stattet uns die Kommandantin des Kreuzzugs einen Besuch ab. Eisbach? Wer ist Eisbach? Ja, wahrscheinlich der Fluss, ne? Hydren sind normalerweise viel gefährlicher. Diese Bestie hatte nicht ihre volle Stärke. Wie ich sehe, habt ihr einen Blick für derlei Dinge. Natürlich hat sie den. Sie ist die Kommandantin des Kreuzzugs. Sie hätte dir das auch mit geschlossenen Augen sagen können. Melissa lächelt dich an. Das verdanken wir alles unserem Vater, dem Eisbach. Er kümmert sich um seine Kinder. Er lässt nicht zu, dass jemand ihnen etwas antut. Er füllt unsere Netze mit Fischen und vertreibt die Monster. So ist es. Und wenn er die Bestie nicht vertreibt, dann schwächt er sie, damit wir sie töten und von ihnen die Haut abziehen können. Das hat sie ja eigentlich gerade gesagt. Aber ich frage nochmal, Eisbach? Wer ist das? Er ist direkt hier. Ah ne, er ist direkt hier. So. Markül nickt in Richtung Fluss. Dachtet ihr, das sei der Sellen? Nein. Um den zu erreichen, müsst ihr einen halben Tag lang rudern. Er ist groß, das stimmt, und sehr wichtig. Der Sellen fließt durch mindestens ein Dutzend Länder. Aber was wäre der mächtige Sellen, wenn er nicht von tausenden kleiner Flüsschen und Rinnsale wie unserem geliebten Eisbach gespeist würde? Die Einwohner von Kaltwasser bringen dem Fluss große Verehrung entgegen. Die Beobachtung des Priesters ist sachlich, aber du bemerkst, dass seine Stimme dabei ein wenig gequält klingt.
Wie sollten wir auch nicht? Unser ganzes Leben dreht sich um den Fluss. Vom Hochzeitskranz, den wir seiner Strömung überantworten, bis zum Begräbnisboot, das auf den Wassern davon schwimmt, wenn die Zeit gekommen ist. Unser Vater, der Eisbach, ernährt uns, gibt uns Wasser, beschützt uns. Mit einem freundlichen Lächeln wirft Makil dem seufzenden Priester einen Seitenblick zu. Die Götter sind weit entfernt, aber unser Eisbach ist hier. Also behandeln wir ihn mit Respekt. Ihr beide seht euch sehr ähnlich. Ich nehme an, ihr seid verwandt. Das stimmt. Makil zerzaust Malissas Haare. Sie lacht und zwickt ihm in die Nase. Sie ist meine kleine Schwester. Sie kommt nach unserer Oma. Möge die Erinnerung an sie nie verblassen. Sie war ruhelos, konnte nicht stillsitzen. Und Malissa ist genauso. Sie muss immer was zu tun haben. Und du kommst nach unserem Opa. Möge der Flusssand sein Federbett sein. Du bist ebenso mutig wie er. Und genauso stur. Die Weltenwunde ist gar nicht weit entfernt. Wurdet ihr jemals von Dämonen angegriffen? Nein, nein. Wir haben noch nie solche gesehen. Unser Vater, der Eisbach, beschützt uns. Er würde nie zulassen, dass solche Abscheulichkeiten uns zu nahe kommen. Was sind das für Graspuppen, die im Hain von den Bäumen hängen? Ein Schatten huscht über Makrils Gesicht und er wendet den Blick ab. Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Ein alter Brauch aus der Gegend. Es ist ein Ritual, fügt Melissa leise hinzu. Weitere Einzelheiten scheint dir keiner mitteilen zu wollen. Okay. Wie ist das Leben im Dorf jetzt, da ihr einen Priester habt? Es hat sich nicht viel geändert. Makül zuckt die Achseln und lächelt freundlich. Er ist ein guter Kerl, heilt hin und wieder jemanden und belästigt uns nie mit seinen Predigen. Und in seiner Freizeit lernt er sogar, wie man fischt. Außerdem kennt er viele Lieder. Und wenn er singt, möchte man sich hinsetzen und zuhören. Malissa lächelt den Priester spitzbübisch an. Und der errötet. Wow. Ich mag euch nicht. Sterbt. Sehr gut. Ich gehe da mal. Zurück an die Front. Melissa schüttelt traurig den Kopf. Ich kann mir die Albtraumkreaturen nicht mal vorstellen, die ihr dort bekämpfen müsst. Wir wünschen euch eine gute Reise und einen raschen Sieg. Ich wollte doch noch gar nicht an die Front. Ich wollte nur mal durch die Gegend laufen hier. Ja. Okay. Den nehme ich mit. Und den auch. Wieso denn du? Sag mal. Pretty good, aren't I? Oh. Ja, wir nehmen mit. Wer hätte es erwartet, dass in so einem Dorf hier, okay. Ich glaube, Muscheln und so habt ihr mehr als genug, ne? Kann ich mal ein paar mitnehmen. Ja. Wohnt ihr hier? Ah, hier ist das Dorf, alles klar. Halt, den nehmen wir auch noch mit, so. Geht's dahin? Ja, aber hier ist nichts. Voll das verschlafene kleine Dörfchen hier. Hier kommt man nicht rein, okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ihr seid hier am Kürbisse machen. Finde ich gut. Und was sagt ihr so? Sieh doch, die Kommandantin ist hier. Willkommen zurück. Bitte, bitte bleibt. Solange ihr wollt. Gott, okay. Ja. Verehrt ihr hier irgendwelche Gottheiten? Ihr beide seht euch sehr ähnlich. Das hatten wir doch schon mal. Ist das Leben im Dorf jetzt da? Im Prinzip, wo sie gerade Graspuppen.
Die Weltenwunde ist gar nicht weit entfernt. Wenn Kreuzfahrer sich in der Nähe der Weltenwunde aufhalten, dann haben sie beim Schlafen häufig Albträume. Habt ihr auch Probleme mit Albträumen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wovon ihr sprecht. Ich schlafe wie ein Toter und kann mich nicht beschweren. Okay. Wie ist die Lage im Dorf? Nun, hier passiert nicht viel. Ihr habt sicher viel zu tun und in den Städten an der Front geschieht ständig alles Mögliche, aber hier draußen ist alles ziemlich ruhig. Aber mal sehen, was sind denn die neuesten Nachrichten in unserem Dorf? Nun, wir fischen und haben ein paar Barsche gefangen. Große sogar. Schön rund, wie Schweinchen, sage ich euch. Was noch? Käfer haben unsere Karotten gefressen und mit Stumpf und Stiel, alles weg. Und dann wollte der alte Brick sein Dach reparieren und ist dabei schwer gestürzt. Ohne Jernok und seine Gebete hätte er schon den Löffel abgegeben, daran besteht kein Zweifel. Ihr haltet das bestimmt für lächerlich, aber das ist alles Nachrichten zu nennen. So. Also Jernok ist einfach wunderbar. Ich weiß nicht, ob seine Gebete funktionieren oder er einfach nur ein glückliches Händchen hat, aber wenn er mich segnet, fange ich danach eine ganze Bootsladung Fische. Außerdem singt er wie ein Genug jetzt. Markil verzieht das Gesicht. Jernok dies, Jernok das, du redest von nichts anderem mehr. Okay. Verehrt ihr hier irgendwelche Gottheiten? Glauben, Religion, Gottheiten, bei allem Respekt vor Jernok, für solchen Dingen hat hier draußen niemand Zeit. Die Leute in der Stadt mögen ja beten und sich Predigten anhören, aber in einem abgelegenen Nest wie diesem sind wir vollauf damit beschäftigt zu überleben. Für uns gibt es nur einen Versorger und Beschützer, unseren Vater, den Eisbach. Er nickt Richtung Fluss. Ja, dem Fluss interessieren Gebete oder Opfer nicht. Und wenn der Eisbach etwas für seine Hilfe will, dann nimmt er es sich einfach, ohne zu fragen. Melissa blickt nachdenklich einem Stück Treibholz hinterher, das von der Strömung fortgetragen wird. Ich frage nochmal, was sind das für Graspuppen da in den Bäumen? Na, das sagt er nicht. Sagen sie beide nichts zu. Den Rest hatten wir schon. Jo, ich gehe da mal wieder. Gute Reise, ich war doch gar nicht weg. Okay. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Buch. Märchen aus Avistan. Was haben wir hier so? Eine Magierrüstung und ein Holzkrug. Irgendwie fühle ich mich nicht so gut dabei, das alles einzupacken, aber ne, wir haben halt Krieg. Notizen einer reisenden Priesterin gegen den Zirkel. Puh. Naja, gut. Was ist das? Ihr braucht eh kein Geld. Habt ihr sonst noch was zu erzählen? Das ist hier noch, den meine ich ja gar nicht. Okay, so leben wir hier draußen. Wir sind nicht wohlhabend, aber wenigstens ist es relativ ruhig. Wie gefällt euch? Es ist so ruhig hier. Wir halten die Einheit schon. Wir können ihn das auch mal fragen. Wenn Kreuzfahrer sich in der Nähe der Weltenwunde aufhalten, haben sie beim Schlafen häufig Albträume. Habt ihr hier auch Probleme mit Albträumen? Es gibt hier keine Probleme mit Albträumen. Das Dorf liegt am Rande der Weltenwunde. Vielleicht ist das der Grund? Was? Das passt doch gar nicht. Na gut. Ja, irgendwie. Irgendwie. Habt ihr auch was zu sagen? Ich habe neulich diesen Hecht gefangen. Er war so groß wie ein Krokodil. Aha. Und du so? Du hast wahrscheinlich den gleichen Hecht gefangen. Okay, das sind die beiden. Es heißt, die Dämonen in der Wunde seien wieder unterwegs. Irgendwas wird passieren. Aha.
Falls etwas passiert, dann dort, nicht hier. Hier bleibt dank des Flusses alles ruhig und so sollte es auch sein. Okay. Ja, der Eisbach sorgt für unsere Sicherheit. Er wird nicht zulassen, dass uns was zustößt. Was meint ihr denn, was passieren wird mit den Dämonen? Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Ihr solltet lieber fragen, wie viele Welse wir in dieser Saison fangen werden. Das ist eine echte Frage und eine gute dazu. Wen interessiert schon diese ganze Dämonenzeugs? Okay. Noch mehr Diskussion? Nein? Okay. Also hier ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen in diesem Dorf. Apropos Eierkuchen, nehmen wir mal mit. So. Ja, das auch. Von mir aus. Geht's hier auch irgendwo wieder raus oder weiter oder sonst was? In due time. Tja. Ganz viel Krimpel-Krampel-Krams hier. Was ist das? Tant, okay. Ja. Wer bist du? Hast du auch was zu erzählen? Ich habe neulich diesen Hecht gefangen. Die haben alle diesen Hecht gefangen, alles klar. Kommt man da durch? Nein. Mal ganz kurz gucken. Jetzt sind wir hier, da kommt man irgendwie nicht durch. Dann gehen wir mal hier hin. Kommt mal her. Wir gucken uns hier nochmal um. Aha. Was ist denn hier so los? Hier auch irgendwas in den Bäumen? Nein. Schreckenswölfe gibt's hier, okay. Immerhin. Ja. Focus on the goal. Nee, pass auf. Erstmal kriegst du. Ich weiß. Ist ja gut. Mach mal das. Los geht's. Du kannst mal sowas machen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, aber mal gucken mal. Doch, das geht. Alles klar, okay. Geht das auch? Man kann die Viecher einschläfern. Aha, interessant. So, dann schießt du mal. Oder nicht? Ich glaube, du brauchst gerade nichts machen. Du kannst hier so einen Bilouche-Zauber machen. Ich glaube, das ist... Oh Gott. Völlig daneben, ey. Jawohl, die gehen mal vor. Das geht gleich. Ist gleich vorbei, das Thema hier. Klatsch. Darren kannst du auch schießen, wenn du magst. Oh, Treffer. Amber, jo, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Mach mal sowas hier. Eins, geil. Jetzt kannst du schießen, dann ist hoffentlich vorbei das Ganze. Nee. Ist es nicht. Schön. Zack. Okay. Fleisch. Häuten? Nix. Häuten klappt immer nicht. Na gut. Ja, so ein paar Wölfe. Gut, ist jetzt aber auch nichts Ungewöhnliches, ne? Kann man in so einem Wald schon erwarten. Was ist hier los? Hier ist... Melawatt? Megalokeros oder sowas. Alles klar. Hm.
Huch, was ist das? Ja, auch nice, aber irgendwie... Also wir müssen mal rausfinden, was das mit diesem Püppchen da in den Bäumen auf sich hat. Das scheint doch irgendwas zu sein. Wie so ein, ne, so ein Voodoo-Opfer hier für diese... Das ist doch irgendeine Art Opfer für den... Aber nicht für den Flussgeist, oder? Für den Flussgott, oder? Weil, wieso in die Bäume? Das ist doch was anderes. Ah, ich hab ganz schön viele Elche hier, muss ich sagen. Mhm. Tja, ich... Also bisher bin ich mir noch nicht sicher, was ich hier mache. Wonach ich überhaupt suche hier. Ich habe die ganze Karte jetzt hier durch, glaube ich. Was war hier noch? Liegen überall solche Sachen rum. Okay. Gehen wir da auch nochmal hin. Hm. Achso, das war das, ja. Den haben wir. Das. Da waren wir auch überall. Da hinten geht's nicht weiter, oder? Geht's da noch weiter? Ja, wir müssen da wohl nochmal hin, wa? Gucken, ob es da irgendwo noch weiter geht, weil... Ansonsten wüsste ich... Oder hier ist noch so eine Ecke, da waren wir noch gar nicht drin, irgendwie anscheinend. Naja, hier ist aber irgendwie auch nichts. Irgendwie werde ich hier nicht so schlau draus. Hier ist noch eine Kiste. Schleier aus positiver Energie. Mhm. Ein Rezept. Ein Glückssalat. Der ist toll. Okay. Jede Menge Essenskram gibt's hier. Und was sagst du so? Sieht aus, als hätten wir einen großen Fisch gefangen. Die Kommandantin des Kreuzzugs. Was? Hier in unserem Dorf? Was? Aha, okay, das war wohl so ein Erstaunen. Ein Satz des Erstaunens. Hier ist noch jemand. Es war ein kaltes Jahr. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich finde hier auch nichts. Ich kann hier nochmal hinrennen. Was ist denn hier los? Hier ist was. Oh, hier ist ja ein bisschen was Größeres. Was ist das? Ein verseuchter Bär und ganz viele tote Viecher. Und ein verseuchter Smilodon. Okay, die sind schon ein bisschen übler. Bin ich noch gebufft? Nicht so richtig. Aber das muss dann wohl reichen. Ich guck mir den erstmal an. Zeig mal her. Du bist ein untoter Bär. 15, 15, 15, naja, und der Smilodon. Ah, das ist wieder so einer. Da hätte ich dann doch gerne ein bisschen Schutz. Warte mal. Der ist auf dem falschen Fuß, dann bleibt er auch ein bisschen stehen. Ne? Ich muss. Oh, ey, du bist die Letzte. Du bist mal wieder die Allerletzte. Gut. Nützt nix. Ich brauch das. Du kannst schießen. Immerhin. Der ist schon wieder dran? Nee.
Ember, gib mir mal bitte kurz Glück hier. Nutzt ja nichts. Wie oft ist der denn noch dran? Kommt der Bär, alles klar. Der ist nicht so schlimm. Darren, bitte mal. Oh Gott, du kommst da nicht hin, ne? Das reicht ja alles hinten vorne nicht hier. Das klappt nicht. Dann mach mal bitte das. Kriegst du das hin? Nein, du kannst dich nur bewegen. Jo, du greifst an. Ich hab das gerade ausgemacht hier. So. Und da brauche ich noch eigentlich noch gar nichts. So. Ja, greif den Bären an, bitte. Du jetzt bitte. Du machst jetzt bitte das. Los. Na, er, Orma. Meine Herren. Jetzt können wir loslegen. Nicht so richtig, aber na gut. Mach den mal an. Lass dich nicht die ganze Zeit treffen. Oh Gott, jetzt ist sie auch noch tot. Nein. Das ist müde sonst. Krieg ich sie noch mal stabilisiert? Ich glaube nicht. Die ist durch, ne? Die ist durch. Das sind ja zwei, das sehe ich ja jetzt erst. Verdammt nochmal. Oh Gott, ey. Deswegen auch. Oh Gott, nee, ey. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, wieso kommt da so viel Schaden bei rum? Jetzt triffst du nicht, natürlich nicht, das ist so klar. Du musst da stehen bleiben, nützt nichts. Ja. Die hören einfach auch nicht auf, ne? Endure this. Meine Güte. It's all your fault. Ach, jetzt ist er. Fällt ja auch tot um. Ich werde bescheuert. Nee, das klappt nicht. Jetzt ist Lilly tot. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geladen habe, gespeichert habe. Oh nein. So, da sind wir wieder. Ich habe alles nochmal gemacht. Ganz schnell. Und jetzt sind wir wieder hier. So. Und diesmal bereiten wir uns vor. Also, ne? Nicht nochmal. Das heißt, du machst das. Du machst einmal das. Du gibst dir die. Du machst das. Du machst das. Zack. Wunderbar, da hinten ist er schon. Jetzt, schon wieder so, ne? Du gibst jetzt den da drauf. Du sprichst einen Segen. Du machst Heldenmut. Zack. Noch ein Heldenmut hierhin. Und hast. Und du kannst eigentlich auch direkt ein Gebet hinterher jagen. Und ich würde sagen, jetzt sind wir einigermaßen fit. Hä? Fehlt noch was? Sind die böse? Bestimmt, ne? Die Smilodons. Die sind super böse. Gibt's nochmal gemeinschaftlichen Schutz vor Böse obendrauf. Und jetzt. Oh, quiet now. But how will they know I've arrived? Das hat ja geklappt. Okay. Was können wir machen? Wir können versuchen, ein Spinnennetz dahin zu schmeißen. Spinnennetz ist immer gut.
Zack. Esme, Axe, yes. Vielleicht klappt das ja. Ich sehe gar nicht schon die ganzen Bäume hier. Darren ist dran. Darren könnte nochmal, könnte er Bane machen. Bane bringt nichts. Gift neutralisieren, alles Schwachsinn. Brauchen wir alles nicht. Dann kannst du auch einfach schießen. Oder du verzögerst. Vielleicht brauchen wir dich noch. Für irgendwas. Du schießt. Ja, du schießt. So, die Smilos machen gerade nichts. Wollen wir das? Wir müssen. Hast du auch Verschwimmen drauf? Hast du auch, ne? Greif an. Oh Gott, du kommst ja nicht an. Na, dann nicht. Dann schießt du mal. Auf den da. Ach bitte. Mann, na gut. Du bleibst im Hintergrund ein bisschen. Du kannst aber ein bisschen was auf Untote Schwächen machen. Ja. Darren. Schieß. Out of my sight. Hat getroffen. Gut. So, jetzt kommt der erste angewackelt, das ist gut. Oh ja, du läufst doch nicht vor. Nino. Nino kommt ein paar Meter hier hin. Schieß weiter auf den da. Auf wen habt ihr es abgesehen? Auf Ember? So aus, ne? Gott, ey. Ach, warum denn immer auf Ember? A calculated risk. Oder auf Lande. Lande muss man kurz da raus. Autsch. Jetzt schießt du bitte auf den. Diesmal aber richtig. Gott, ey. Wolli. Ja. Schütz dich. Darren braucht bisher noch nicht heilen, weil... Ja, wir warten bis... Wir warten erstmal bis der... dran war. Ember wird angegriffen wegen dem Spinnennetz natürlich. Ah, ich fürchte, du kommst hier nicht raus, aber wir versuchen es. Ja, einigermaßen. Wir laufen noch weiter. Und jetzt kannst du nochmal Feuerchen hinterher hauen. Jetzt kommt der... Der Tiger hinterher. Nee, der gerade. Endlich greift den richtigen an. Gut. Trifft schon wieder viel zu oft. Mein Freund. Ganz ehrlich. Trifft viel zu oft. Du bist auch mal ein paar Meter weg. Ja, du bist da auch irgendwie ziemlich. Der ist da auch ziemlich doof. Ja. Und jetzt machst du einen Fokus. Der hängt dann noch. Na, jetzt kommt er raus und greift wieder einmal an. Ach, verletzend. Gut. Und du auch. Alle wollen Ember angreifen. Scheiße. Ember muss verschwinden. Ember muss ganz schnell verschwinden. Hat sie einen Verschwindibus-Zauber? Ich weiß es gar nicht.
Der steht immer noch. Jetzt mal kurz zu Ende hier. So, jetzt gehst du dahin. Emma, du musst verschwinden. Wie kriege ich dich verschwindend? Verschwindet. Schutz vor Bösen, Magierrüstung bringt dir nichts. Verschwinden. Nicht verschwimmen. Verschwinden, genau. Trink das. Und jetzt hau ab hier. Gut. Ja, nee, Nio, jetzt stehst du da drin. auch nicht gut. Spiegelbilder hast du doch. Ach, die hast du schon in der Hand. Seh zu, dass du wegkommst. Gut, 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 gut. Hau einfach ab. So. Darren, du machst jetzt nochmal einen Fokus. Und gehst zur Seite. Er sieht sie. Oh Gott. Wieso haben die dich gesehen? Ach nee. Geh mal ein paar Schritte weg. Schieß jetzt diesmal aber bitte wirklich. Wie viel Schuss hast du? Einen. Nur einen. Wolli, du greifst hier an. Cover me, alright? Nino. Mach den Bär weg. Gut. Du. Unfassbar. Okay, Kurze Heilung auf Lilly. Dass die auch immer trifft, ne? Unfassbar. This should do it. Ah. Haben wir noch eine. Oh nein, die kostet auch 6000, glaube ich, ne? So eine scheiß Rolle. Irgendwie ist hier nichts mehr, ne? Doch, da ist noch sowas. Schild des Glaubens, ja. Das war dafür das ganze Theater hier? In der Tat, dafür war das ganze Theater. Jetzt ist Ember tot. Na, gut. Was haben wir eigentlich für komische Handschuhe gefunden? Warte mal, wir haben noch irgendwas gefunden gehabt, ne? Bonus plus 2 auf Überzeugungswürfe bei Einschüchterungsversuchen. Bestätigt der Träger dieser Handschuhe einen kritischen Treffer, wird der Gegner 2 Runden lang mit einem Malus für minus 2 auf Rettungswürfe gegen geistesbeeinflussende Effekte belegt. Kann sie sich ruhig anziehen. Naja, wie auch immer. Wir gehen jetzt nach Hause ins Lager und dann werden wir zusehen, dass wir Ember wieder zurückholen. Ich hoffe, wir haben Geld. Ich bin mir jetzt gerade nämlich gar nicht sicher, ob wir genug Geld haben. Wir haben gerade mal 2000. Und nicht allzu viel zum Verkaufen, fürchte ich. Wir nehmen einfach alles mit, was wir noch kriegen können. Dann gehen wir erstmal, weil ich wüsste jetzt nicht, was wir hier noch so machen sollen. Wir müssen wahrscheinlich ein andermal wiederkommen. Oder ist hier noch was? Wir gehen hier nochmal hin. Kann doch nicht sein, dass hier nichts ist, dass es hier überhaupt nichts gibt.
Außer Elche. Aber es gibt hier nichts außer Elche. Warte mal, hier ist irgendwas. Hier ist nochmal eine Kiste. Tö. Da ist auch nochmal eine Kiste. Wahrscheinlich. Ja, die hatten wir schon. Ja, keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Kommen wir da noch hin? Da waren wir auch noch nicht. Ja gut, jetzt komm, jetzt sind wir schon hier. Jetzt machen wir den Rest auch noch. Ein Alpha-Wolf. Und ein wilder Wolf. Na gut. Da war auch noch was. Ah, zum Glück blinken die alle nochmal auf hier. So, zack. Ach Gott, ey. Kannst du auf irgendeinen schießen? Schieß auf den Alpha. Make every strike count. Einer daneben, gut. Ninio. Ab die Post. Du bist angeschlagen, aber es ist jetzt egal. Du gehst jetzt los hier. Okay, das war gut. Wolli auch. Der steht noch. Okay. Er kann gerade nicht, er auch nicht. Also, oh, jetzt kommen die beiden. Auf wen wollen die? Auf Lan? Nee, ich glaube, die wollen zu Darren, wollen die. Nein! Warte mal, nee. Der ist es nur zu Fall bringen. Ach so, ich dachte schon, mein Gott, ey. Na dann, du bist jetzt hier ganz im Nahkampf. Das wird jetzt knapp für dich. Treff wenigstens. Gut. Gut. Alpha. Gut. Meine Güte, nee. Oh, the waiting's never fun. Der Herr langweilt sich. Okay. Gut. Also, ich bin immer noch nicht so richtig sicher, was das hier wird. Komm, hier ist noch was. Was gibt's hier? Auch nix. Kann man da auch noch hin? Anscheinend. Das wird schon wieder so eine mega lange Folge. Aber irgendwie komme ich hier zu keinem Ergebnis bisher. Ja. Dann waren wir hier auch schon. Ne, da ist noch was drin. Habe ich wohl vergessen aufzusammeln. Alles klar. Ja, ich weiß. Da liegt Ember. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir irgendwann, weil die begrüßen einen ja auch ständig, ne, als wenn wir weg gewesen wären und wiedergekommen sind. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir hier später nochmal herkommen. Vielleicht kommt der Priester auf uns zu, wenn irgendwas passiert ist hier, vielleicht mit den komischen Püppchen oder so. Und dann kommen wir zurück. Aber bis dahin bleiben wir jetzt hier. Gehen nach Hause, sehen zu, dass wir Ember repariert kriegen. Und dann ziehen wir weiter. Aber für heute reicht's. Bis morgen. Tschüss.